Dankeschön. Ich möchte ein bisschen zeigen, gerade auch vorführen, was in der neuesten Version so alles eingekommen ist. Zu Beginn ein paar Worte zu Kugis. Quantum-GIS muss man sich ein bisschen abgewöhnen, weil offiziell heißt es jetzt wirklich nur noch Kugis. Ist ein komplettes Desktop-GIS, sehr intuitiv zu bedienen. Hat eine Erweiterungsschnittstelle, die es erlaubt, einfach Python-Plugins zu machen oder auch ein C++-Plugins. Es gibt eine Server-Komponente, die es ermöglicht, Kugis-Projekte oder Kugis-Karten als OGC-Service zu publizieren, also WMS, WFS, auch WFST und jetzt auch neu WCS. Geschrieben, entwickelt wird in C++ mit der Qt-Bibliothek, das ist eine GUI-Bibliothek, und dann hat es auch einen Python-Teil, der eben erweiterbar ist. Das Ganze ist natürlich Open Source, steht unter GNU GPL und ist erhältlich für unter Windows, Linux und macOS und experimentell auch auf Android. Es gibt eine umfangreiche Dokumentation und das GUI ist übersetzt in viele Sprachen. Sieht man alles? Ja, man sieht fast alles von der Folie. Community, ein paar Worte. Es ist ein OSGEO-Projekt, schon seit längerer Zeit. Ich habe hier ein paar Zahlen aufgeschrieben, die unterdessen schon veraltet sind, hat man vorher gesehen. Ich habe noch eine alte Folie übernommen, da waren es noch 500.000 Codezeilen, unterdessen sind es jetzt offenbar 700.000. Wahrscheinlich sind die Folien sehr alt. Das heißt, es sind sicher auch unterdessen mehr als 13 Code-Maintainers, die Module betreuen oder Teile des Codes betreuen. Es gibt aber weiterhin ein Dokumentationsteam, es gibt Übersetzer, es gibt eine sehr aktive Anwender- und Entwickler-Community. Die Kommunikation jetzt auf der Ebene läuft hauptsächlich über Mailinglisten. IRC wird genutzt. Es gibt jetzt seit einiger Zeit regelmäßig Entwicklertreffen, und zwar sind das normalerweise eins im Frühling und eins im Herbst, wo sich so die Kernentwickler oder ein Teil davon trifft und vor allem auch ein bisschen strategische Sachen oder Architektursachen diskutiert, aber auch wirklich kodiert. Das nächste findet nächste Woche statt, also da haben wir uns diesem OSGEO Code Sprint in Wien angeschlossen und haben da auch die Möglichkeit, mit anderen Projekten noch näheren Kontakt zu haben. Der Support ist einerseits über die Community erhältlich, also da gibt es auch auf Stack Overflow wird man da betreut, auf den Mailinglisten. Und es gibt zahlreiche Firmen im Kugis-Umfeld, die Entwicklung anbieten, Support anbieten und so weiter. Dann noch ein Einschub. Ich möchte auf eine Initiative hinweisen, wo Kugis auch involviert ist. Und zwar haben im September 2011 OSGEO und ICA, das ist die International Cartographer Association, eine Initiative gestartet, OSGEO for All. Da geht es darum, Open Source, Open Standards und Open Data in der GIS-Ausbildung zu fördern. Das hat sehr großen Erfolg. Es gibt heute bereits 70 quasi zertifizierte ICA OSGEO Labs weltweit. Und viele sind im Aufbau. Das heißt, man weiß jetzt schon, dass es im September etwa 100 Labs sein werden. Ich habe auch die Seite dazu noch aufgeschrieben. Und wir haben auch Kontakt, jetzt in der Schweiz gibt es bereits 4 oder 5 solche Labs. In Deutschland habe ich jetzt erst eines gesehen, also Deutschland kann da noch aufholen. Und eben Kugis ist da häufig auch, wird da verwendet in der Ausbildung. Zur weiteren Organisation des Projekts, es gibt auch so, das ist bei OSGEO üblich oder vorgeschrieben, dass es ein Steuerkomitee gibt, das Project Steering Committee. Der Vorsitz hatte Gary Sherman, das ist der ursprüngliche Autor, der das Projekt begonnen hat, der heute eher so ein bisschen quasi ein bisschen der Großvater ist, der ein bisschen zuschaut, was läuft. Dann ist Marco Hugendobler dabei, mein Kollege, den ich hier gerade auch noch entschuldigen muss. Er wollte eigentlich auch kommen, aber er
konzentriert sich jetzt auf den Cold Sprint. Dann Tim Sutton aus Südafrika. Testing, Qualitätssicherung ist er zuständig. Otto Dass aus Deutschland, der für die Community-Organisation verantwortlich ist. Paolo Cavallini, Finanzen Marketing. Jetzt neu dazugekommen und deshalb zeige ich das auch. Jetzt, im letzten Jahr hat man das PSC erweitert. Anita Graser aus Österreich, die das GUI-Design koordiniert und weiterentwickelt. Dann der Richard drüben wurde aus Holland, der die Infrastruktur betreut. Das sind unterdessen diverse Server und ja, Softwarekomponenten, die man da betreuen muss. Und aus Deutschland der Jürgen Fischer, der das Release-Management übernommen hat, der auch hier ist und Stand hat. Man sieht es nicht unbedingt, das ist recht schön verteilt eigentlich auf der Welt. Man muss sagen, dass sonst Cookies eigentlich eher ein bisschen europazentriert geworden ist und erst jetzt wieder ein bisschen sich ausweitet. Also gibt es die erste Usergruppe in den USA und Australien kamen Leute dazu. Asien hört man nicht so wahnsinnig viel, aber da wird auch viel verwendet. Aber momentan läuft schon noch ist eigentlich das Zentrum der Entwicklung weiterhin in Europa. Und darum sind diese Code Sprints auch jeweils in Europa, weil ich da die meisten treffen kann. Ein bisschen zur Release-Geschichte. Es hat begonnen im Juli 2002. Das war eben dieser Gary Sherman, der sitzt in Alaska, hat einen PostGIS-Viewer gemacht mit Qt, hat den veröffentlicht als Open Source und dann kamen andere dazu und das ist dann immer mehr gewachsen. Also ein großer Sprung war einmal Version 1, so symbolisch, und gesagt hat, jetzt ist es wirklich produktionsreif. Das war 2009, dann gab es diverse Releases in verschiedenen Rhythmen. Zum Teil gab es dann 3 pro Jahr oder noch mehr. Dann 1.8, denke ich, kennen wahrscheinlich noch die meisten. Das war im Juni 2012. War das ein wichtiger Release, der dann sehr lange aktuell blieb, weil man auf 2.0 größere Änderungen in der Architektur gemacht hat. Also man hat die Plugin-Schnittstelle geändert und diverse weitere Sachen. Und deshalb ging das recht lang, bis man die Version 2 im September 2013 veröffentlicht hat. Und jetzt im Februar gab es die neue Version 2.2, Valmiera, die ich jetzt hier vorstelle. Was neu ist, diese Version 2.2 ist eigentlich die erste Version, die im neuen Release-Zyklus erschienen ist. Und zwar hat man sich geeinigt, dass man regelmäßig releasen will jetzt. Und das heißt, es gibt 3 Releases pro Jahr in einem festen Zeitplan. Das hat diverse Vorteile. Das heißt, wenn ein Kunde oder jemand ein Feature bestellt bei einem Entwickler oder bei einer Firma, dann weiß er quasi in 4 Monaten ist das in der offiziellen Version drin. Je nachdem, was es dann natürlich, ist es möglich oder braucht man 2 Versionen, bis es dann drin ist. Und das heißt, wir wissen auch schon, wann 2.4 rauskommt, das wird im Juni 2014 sein. Und ich zeige jetzt Version 2.2, was da so alles drin ist. Und zwar, jetzt Moment, nein, gehe ich eigentlich, gibt es eine schöne Webseite vom Tim Sutton, der hat ein Changelog gemacht. Das kam daher, weil die Release-Zyklen zum Teil so lange waren, dass die Entwickler beim Release nicht mehr wussten, was alles drin ist an neuen Features. Hat er eine Applikation geschrieben, wo das laufend erfasst wird, dass man nicht nochmal den ganzen Code durchgehen muss, um zu schauen, was alles neu ist. Und ich habe jetzt hier eine Auswahl an Features getroffen, die ich jetzt wirklich für sehr wichtig erachte und möchte die gerade auch live zeigen. Jetzt habe ich hier ein bisschen verschoben. Oh.
So. Also es gibt einerseits Änderungen im Rendering, also ich habe jetzt hier neue Typen. Und zwar gibt es jetzt neu eine neue Fülltyp zum Beispiel. Ah, mach's mal so. Und zwar sind es diese Gradientenfüllungen, die wurden jetzt sind jetzt sehr stark in der Funktionalität. Also ich kann die Farbverläufe machen, ich kann sie verschieden ausrichten, also radial. Habe hier verschiedene Optionen, die ich einstellen kann. Und da kann man sehr schöne Effekte damit erzielen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade das Sinnvolles erwischt habe. Also in dem Stil. Kann damit Flächen schön füllen. Also das sind, in dem Bereich hat sich einiges getan, also wirklich neue Stile. Und was vielleicht auch gerade auffällt, also es sieht auch neu aus, dieser Dialog. Wurde eigentlich ein bisschen übersichtlicher, braucht ein bisschen weniger Platz hier mit diesen Tabs links. Also das ist auch neu in 2.2. Ist mal das. Dann würde ich, ups, brauche jetzt hier einen Spick. Ah, genau, da habe ich auch gerade am selben Ort gibt es noch Änderungen, dass ich jetzt hier auch Expressions einfügen kann. Wo war ich jetzt? Bei der Gradientenfüllung. Jetzt muss ich das richtig erwischen. Bei den abgestuften Rändern kann ich das. Nein, Quatsch, bei den kategorisierten. Da, das ist neu. Also hier kann ich jetzt nicht nur eine fixe Spalte nehmen, die verwendet wird, sondern ich kann jetzt hier auch Funktionen machen. Also ich kann jetzt hier auch das Kriterium irgendwie noch durch drei teilen, um quasi eine andere Abstufung zu kriegen. Oh, das war jetzt langweilig, hä? Ja, mache ich halt mal zwei. Ich habe die falsche Spalte erwischt wahrscheinlich. Also das ist, gibt da Anwendungsbereiche, wo das sehr wichtig ist, dass ich hier mit Formeln arbeiten kann. Also es können dann auch mehrere Felder enthalten sein in dieser Formel. Also ich kann sagen, wenn Spalte 1 größer dieser Wert, dann nimmt den Wert von Spalte 2 und sonst das, was anderes. Also solche komplexen Formeln, die ich hier machen kann. Dann weiter im Druckmodul gibt es viele neue Sachen. Einerseits ist nur schon die Navigation, Zoomen und solche Sachen, die besser sind. Das sind zum Beispiel die Selektion. Ich kann jetzt zum Beispiel auch eine Mehrfachselektion machen, wenn ich und dann auch von mehreren Elementen gerade die Größe ändern. Ich habe jetzt auch noch so eine Rechteckselektion, das heißt, ich kann jetzt hier so rüberfahren, um dann mehrere Elemente zu erwischen, die ich dann ändern kann. Diese Helpers in der Ausrichtung, die gibt es schon seit 2.0. Die sind enorm hilfreich. Das heißt, dass es immer gerade so sinnvolle Snapping-Linien macht, dass man da wirklich effizient die Sachen platzieren kann. Dann ist auch neu, dass ich diese Elemente drehen kann. Das wäre unter Elementeigenschaften, sieht man.
Da gibt es sehr viel. Das war es noch nicht. Drehung. Also ich kann jetzt hier nicht diese... Ah, ich wollte nicht die eigentlich. Ich kann jetzt auch diese Elemente, zum Beispiel eine Legende, drehen. Ja, nur als Beispiel. Dann weiter im Atlas hat es viele Verbesserungen gegeben. Atlas, das war früher mal ein separates Plugin. Da geht es darum, wenn man halt mehrere Druckseiten machen will. Also, ja, ich zeige gerade ein Beispiel. Das muss ich zuerst hier aktivieren. Es gibt jetzt die Atlas Preview. Wieso ist jetzt die nicht aktiv? Genau, ich muss zuerst. Also hier ist die Atlas-Erzeugung und da muss ich zuerst auch mal sagen, dass ich ein Atlas erzeugen will und welcher Layer die Basis bildet. Und jetzt habe ich diese Atlas Preview gekriegt. Das ist was ganz Wichtiges, das war vorher nicht da. Also ich kann jetzt das aktivieren und dann kriege ich hier auch so Seiten, wo ich blättern kann. Und jetzt versuche ich gerade was Sinnvolles zu machen. Und zwar bin ich auf der Karte, weil hier habe ich jetzt, eben es ist ein Solarkataster. Das heißt, ich wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall, ich will für jedes Grundstück einen Planauszug machen. Das ist eine typische Atlas-Funktionalität. Das heißt, ich kann automatisiert für jedes Grundstück einen analogen Planausschnitt machen. Ich habe jetzt hier das Grundstück nicht als Element, aber ich habe das ist noch der Filter. Jetzt muss ich das richtige Ding finden. Ausgabeausdruck. Jetzt richtig. Ich nehme jetzt da. Die Eignung. Also ich habe es noch nicht geschafft, das richtige Feld zu kriegen. Ah, habe ich es jetzt geschafft. Nein, das ist die Sortierung. Das ist ein bisschen peinlich. Ja? Es gibt so viele Einstellungen, dass ich jetzt die richtige nicht finde. Nämlich die, wo ich sage, nach welchem Feld ich den Atlas machen will. Und das ist quasi ein Filterausdruck, das ist nicht das, was ich brauche. Und das ist die Sortierausgabe. Und jetzt muss ich noch das Inputfeld finden. Niemand der mir gerade helfen kann, weil wenn man zuschaut, weiß man immer gerade, was ist. Tatsächlich finde ich es jetzt nicht. Ja. Ist es nicht so wichtig? Was eben neu ist, und das ist ein Riesengewinn, dass man jetzt eben schon sieht, dass es nicht funktioniert, nämlich diese Preview hat, und da sieht man genau, welche Einzelkarten dann erzeugt werden. Also ich kann hier durchscrollen, die verschiedenen Datensätze, und eben, ich sehe jetzt hier leider immer, 8922, ich habe schon das Richtige, das heißt, das sind alle meine Dachflächen. Aber jetzt muss ich ihm noch beibringen, dass er jeweils nur auf die Dachfläche den Ausschnitt macht.
Und das habe ich jetzt hier, Kernelement. Und jetzt habe ich halt hier noch die fixe Ausdehnung drin. Das heißt, er macht jetzt hier eine fixe Ausdehnung. Und jetzt müsste ich ihm noch sagen, dass er auf das Element jeweils zentriert. Aber ich will sie hier jetzt nicht länger plagen. Das war jetzt so ein Teil der Composer-Funktionalitäten. Hier sind alle einzeln aufgelistet. Also es gibt noch diese Zebra-Randmuster. Element Rotation habe ich gezeigt. Composer Scale kann man dazu tun. Aber man kann jetzt auch gerade ein PNG exportieren von, das ist noch sehr hübsch, von der Druckansicht. Also ich konnte vorher schon quasi das Kartenbild als Raster exportieren und jetzt kann ich das Druckbild als Raster exportieren. Also was ich vorhin in der Druckvorschau gesehen habe, kann ich Save As machen. Und es wird, muss dann sagen, welche Karte der grafische Bezug ist. Und dann referenziert er den ganzen Ausdruck nach dieser Karte. Das sicher sehr nützliche Sache. Und da habe ich auch gezeigt, man kann jetzt mit mehreren Items arbeiten. Die Atlas Enhancements habe ich erwähnt. Item Selection habe ich auch gezeigt. Also da ist sehr viel passiert. Ups. Ah, genau, übersprungen habe ich einerseits den Anchor Point von Marker Layers, das ist so eine Kleinigkeit, die aber doch noch sehr wichtig ist. Das zeige ich jetzt nicht live. Ich kann jetzt wenn ich SVG Markers habe, kann ich sagen, zum Beispiel eben gerade so bei gewissen Markern will man nicht zentriert haben, sondern dass unten der Punkt stimmt, übereinstimmt mit dem geografischen Punkt. Und da kann ich jetzt den Ankerpunkt konfigurieren. Dann DXF gab es eine größere Neuentwicklung. Das ist keine einfache Sache. Also wir haben schon mal einen Anlauf genommen, haben in OGR den DXF-Support verbessert, aber sind einfach an Grenzen gestoßen, weil DXF nicht so gut zum GIS-Datenmodell passt. Also man kann es nicht so einfach via OGR abbilden und deshalb muss man wirklich ein Native-Tool für Cookies bauen, um das noch CAD-mäßiger exportieren zu können. Ich zeige nur kurz, wo das Tool zu finden ist. Es ist hier jetzt speziell unter DXF-Export drin, DXF-Export drin, wo ich File angeben kann und dann auch verschiedene Darstellungsarten. Also das heißt, ob er zum Beispiel Flächenfüllungen machen soll oder nicht, kann ich hier noch auswählen und ich kann mehrere Layer aufs Mal. Ich muss den Maßstab angeben, seine DXF-Geschichte. Nur den aktuellen Ausschnitt oder den ganzen Kartenbereich kann ich exportieren. Also das ist jetzt sehr verbessert, die DXF-Unterstützung. Dann weiter eine wichtige Neuerung sind Datumstransformationen, die jetzt besser unterstützt werden. Also in der Schweiz ist das gerade ein aktuelles Thema, weil eine Umstellung vom System bevorsteht. Wir haben es ein bisschen einfacher als in Deutschland. Wir haben nur ein System für das ganze Land. Aber eben da gibt es jetzt ein neues und das heißt, jetzt wird die Transformation auch ein bisschen wichtiger. Da gibt es solche NTV-basierten Abbildungen von einem System aufs andere. Die waren schon früher mit viel Insiderwissen anwendbar, aber jetzt ist das schön integriert. Ich zeige schnell, wo das versteckt ist. Ich muss zuerst aktivieren, dass er ähm,
dass er mich fragt, wenn ich eine Abbildung mache, wie ich das machen will. Habe ich jetzt richtig? Ah, hier habe ich es. Datentransformation erfragen, wenn keine Vorgabe definiert ist. Das ist normalerweise ausgeschaltet. Ich habe es jetzt hier schon eingeschaltet. Das heißt, ich bin jetzt hier in EPSG 21781 und gehe jetzt auf ein anderes System. Also wäre jetzt ein Projekt drin gewesen. Und sage ich, ich gehe jetzt auf die neue Schweizer Projektion. Und jetzt kommt ein Zwischenschritt. Jetzt sagt er mir verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Abbildung machen kann. Und man kann sich dann diese Auswahl merken, dann wird er nicht mehr fragen. Und im vorigen Dialog kann man es dann aber wieder rausnehmen, diese Voreinstellungen. Und hier hat man eben diese GSP-Files, diese NTFV2-Parameter enthalten, die man im Proi noch als File reinkopieren muss. Und dann kann man die verwenden. Und dann passiert die Projektion wie gehabt. Ups, jetzt geht es hier nicht weiter. Dann ist auch neu drin so eine One-to-Many-Relation-Unterstützung. Das heißt, ich kann jetzt Relationen machen von einer Tabelle, die dann auf N-Records einer anderen Tabelle eine Relation hat und diese direkt in einem Formular editieren auch. Also eigentlich ist vor allem im Formularteil die Neuerung, dass ich wirklich bequem mit dem umgehen kann. Das ist auch eine viel gewünschte Erweiterung gewesen. Dann gibt es auch viel mehr in 2.2. Ich habe keine Chance, das alles zu zeigen. Nautische Meilen sind vielleicht hier nicht so wichtig. Ein paar habe ich gesagt, ein paar könnte ich noch zeigen. QGIS Server gab es auch, WCS-Support eine größere Sache. Label-Support, Color-Amps, Invert, Copy-Paste, sehr praktisch. Ah, was Größeres ist auch noch diese On-the-Fly-Feature-Generalization. Die ist jetzt standardmäßig eingeschaltet für kleinzeitig. Das heißt, es wird jetzt, wenn man sehr viele Features hat, wird man das spüren, dass es schneller geworden ist, weil gerade On-the-Fly generalisiert wird. Und man kann noch aktivieren, dass es aber auch auf der Datenquelle bereits generalisiert wird, sprich bei PostGIS bereits generalisiert wird. Das wird dann noch größere spürbare Auswirkungen haben. Aber kann natürlich auch gewisse negativen Effekte haben, dass nicht mehr alles genau so aussieht, wie man es erwartet. Und ja, da wären noch mehr Features. Dann wollte ich noch einen ganz kleinen Ausblick auf 2.4 machen. Und zwar gibt es, da wird es nicht so eine riesen Feature-Liste geben, aber es wird eigentlich ein großes, oder es gibt im Kern eine große Sache, nämlich sehr viel wurde jetzt auf Multithreaded Möglichkeit umgestellt. Das heißt, man kann jetzt Multithreaded rendern. Und das eben muss man zeigen, dass man es versteht, was das bedeutet. Es heißt nicht eigentlich prinzipiell, und das meinen viele quasi, es wird dann jetzt einfach schneller, weil man hat jetzt vier Prozessoren, also wird es dann viermal schneller. Das ist nicht so. Es geht nur nicht mehr alles hintereinander. Ja, schaffe ich jetzt das? Irgendwo habe ich den Film. Zu viele Screens. Da habe ich den Film. Also ich muss zuerst natürlich zeigen, wie es ohne Multithreaded aussieht, dass man das sich dann vorstellen kann. Also ich habe jetzt hier einen Film, der ist vom letzten Herbst. Das ist nicht direkt das QGIS 2.4. Aber es zeigt genau dieselbe Sache, damit man das versteht. Es ist jetzt eben noch nicht Multithreaded. Und ich lade jetzt ein Projekt mit dem WMS im Hintergrund, Luftbild und ein paar Polygonen. Und jetzt sieht man diese Wartezeit, also wenn ich panne, dann kommt das Bild erst, wenn es fertig gerendert ist, eigentlich quasi im Hintergrund. Und um es noch ein bisschen schlimmer zu machen oder eklatanter, wird jetzt noch ein Labeling eingeschaltet, das sehr viele Labels zeichnet. Und auch das, man muss warten, bis
quasi alle diese Rendering-Vorgänge fertig sind, bis man ein neues Bild sieht. Und was jetzt neu ist mit dem Multithreaded, das dann hier jetzt gerade aktiviert ist, dass diese Vorgänge, also Labeling, WMS, Polygone, nicht mehr zwingend nacheinander gerendert werden, sondern dass die auch parallel gerendert werden können. In verschiedenen Threads, heißt im guten Fall quasi auf verschiedenen Cores auf einem Prozessor. Das sieht dann so aus, dass man halt das Bild updaten kann, wenn man, und gewisse Sachen bereits aufgebaut werden, wenn man pannt oder zoomt. Das ist in der Summe, wenn man wirklich auf die Uhr schaut, nicht schneller, aber es ist natürlich viel reaktiver. Und insofern kann man wirklich schneller mit arbeiten, weil man muss nicht warten, bis es fertig ist. Man kann schon weiter pannen und zoomen, bis man da ist, wo man will. Und man sieht halt schon etwa, wie es dann aussieht. Aber eben, es ist vom Arbeiten her natürlich jetzt viel reaktiver. Das ist jetzt in der aktuellen Entwicklerversion drin und wird im 2.4 drin sein. Das ist eigentlich die große Änderung und es werden deshalb nicht viele neue, weitere Features drin sein, weil das muss jetzt erstmal verdaut werden und stabil sein, aber es sieht eigentlich unterdessen sehr gut aus. Also das müsste wirklich in 2.4 dann stabil verwendbar sein. Okay, dann denke ich mal, vielen Dank für das letzte Demo noch und für den Ausblick. Also mir persönlich brennt eine ganz wichtige Frage unter den Nägeln, weswegen ich auch wollte, dass der Vortrag zu Ende geht, damit ich sie stellen kann. Ich gebe zu, ich nutze QGIS sehr viel dafür, für Map-Server vorzuklassifizieren. Und ich frage mich, warum es dann für die Farbvergabe immer nur diese blöden Farbreihen gibt, die man weitaus nicht für alle Daten gebrauchen kann. Kannst du dazu was zu sagen? Gibt es da mal irgendwie andere Farbvorgaben, Farbpaletten oder immer nur die von hellgrün bis dunkelgrün oder dunkelrot Farbreihen? Die kann man selbst machen. Also wenn die blöd sind, kann man die ändern. Also die sind nicht Gott gegeben. Das krasse Projekt. Das CASGIS-Projekt bietet weiterhin an, die CASGIS-Farbtabellen zu verwenden. Die sind also tatsächlich schon da, zumindest, sagen wir mal so, etwas versteckt in der vierten Ebene im Master-Manager von QGIS. Muss man also genau da drauf gehen. Und wer weiß, dass man auf CTP-City klicken muss, in der Abteilung QGIS eine Untergruppe CASGIS finden, wo dann die ganzen schönen Farbtabellen drin sind, hier unter QGIS. Da sind tatsächlich die ganzen thematischen Farbtabellen versteckt. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn diese Farbtabellen auch tatsächlich in zweiter Ebene schon zur Verfügung stehen. Denn in diese Farbtabellen sind ungefähr 10 Jahre an Entwicklung reingegangen. Es ist wirklich nicht so trivial, zum Beispiel Höhenmodell-Farbtabellen zu erstellen, die sowohl in der Ebene als auch in den Erden funktionieren. Oder Populationskarten, die in der logarithmischen Charakter von Megacities in Asien gerecht werden und so weiter. Und deshalb wäre es schön, auch von unserer Seite aus PDA auch gut ist, wenn man diese Farbtabellen tatsächlich ohne großen Aufwand erhält. Gut, genau den Punkt habe ich nicht gefunden und gesucht. Dankeschön. Noch weitere dumme Fragen? Von der Kamera? Okay. Ja. Und zwar, vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es tatsächlich dumm, aber in der Druckzusammenstellung war mir nicht ersichtlich, wo sich der Notfall versteckt. Wo was? In der Druckzusammenstellung war mir nicht ersichtlich, wo sich der Notpfeil versteckt. Der Notpfeil? Den man auf vielen Karten braucht und der sich auch mitdreht, wenn man die Kartenausrichtung ändert. Gut, es geht jetzt Richtung Schulung, sehe ich. Und da bin ich eigentlich nicht jetzt der, ich bin nicht der, der bei uns jeweils die Schulungen macht, das heißt, ich muss wahrscheinlich auch länger suchen. Es ist ein SVG-Symbol, das ich da einfügen muss und dem kann ich dann, könntest du das gerade so schnell zeigen, Jürgen? Auch nicht. Er hat es höchstens entwickelt. Ah, jetzt kommen die Profis.
Ja, vielleicht muss ich wirklich einen Knopf geben, Nordpfeil hinzufügen. Gut, dann. Dankeschön. Keine weiteren Fragen, beziehungsweise alle weiteren Fragen dann in der Schulung demnächst, wo auch immer sie angeboten wird. Das für keine Werbung machen, es gibt ja genug Anbieter. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Ausharren und viel Spaß im weiteren Verlauf des Abends auf diversen Anwendertreffen, die jetzt noch stattfinden, auf der raren Abendveranstaltung, wer Karten bekommen hat, und ansonsten bis morgen.